So, guten Morgen. Heute ist der 7. Oktober 2024 und ich benutze diesen etwas seltsamen Platz, also das Gerüst zu unserem Dach hinauf, wo ich ja vor einigen Tagen meine Solarinstallation beendet habe. Ja, ich habe das noch stehen lassen aus Testgründen, weil wir verschiedene Konfigurationen testen, um möglichst viel Zeit autonom zu sein. Da kommt Home Automation mit rein, da kommen ATS-Switche rein. Ganz einfach aus dem Grund, weil unsere Batteriekapazität noch nicht ausreichend ist, um den kompletten Bedarf sorgenfrei bei Nacht decken zu können. Das heißt, wir müssen dann schon die einzelnen Komponenten aussuchen. Internet, Starlink zum Beispiel, Kühlschrank und Gefrierschrank. Muss kalkuliert werden im Falle von Stromausfällen, ne? Also dass wir die wichtigsten Komponenten so weit autonom kriegen, dass wir vernünftig und sorgenfrei hier agieren können. Ja. So. Ja, und dann ist das hier so meine Aussicht. Ja. Da hinter dem Brett vorm Gesicht geht es dann Richtung Fluss hinaus. Sieht man nicht, weil wir hier natürlich viel Grün haben hier. Trotz Solar, die wichtigsten Anteile der Solar sind komplett in der Sonne. Unsere späteren Installationen werden, je nachdem welche Jahreszeit wir haben, doch einiges an Beschattung haben, aber wir schnippeln die Bäume deswegen nicht ab. Also wir müssen vorher zwar nochmal kalkulieren, inwieweit diese Beschattung, diese regelmäßige Beschattung Schäden verursacht in den Panels. Oder ob wir einfach eine andere Lösung finden, aber blind der Energie willen abhaken, wird nicht passieren. Ja, so sieht es ja aus. Die Dürreperiode ist voll im Gange. Ich habe von vielen Leuten Links bekommen, weil ich ja darum gebeten hatte. Und mittlerweile kann man sehen, dass eine gewisse Berichterstattungsdichte auch in Deutschland zustande kommt, was den Amazonas anbelangt und diese verheerende Dürre. Auch in den USA sieht man schon Berichte, habe ich auch schon Links zu bekommen, zugesandt bekommen, New York Times, natürlich bestimmt auch viele andere. Aber das waren jetzt so die aktuellen Medien, wo man doch sagt, ja, wird berichtet. Natürlich ist es so, dass das irgendwie trotzdem zentral gesteuerten Informationen sind, die halt von Presseagenturen und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Dennoch ist es wichtig, es wird berichtet. Ein echter Live-Bericht wäre natürlich schon mal cool, muss ich aber darauf hinweisen, dass das relativ aufwendig ist. Das heißt, aufwendig in Kosten, in Zeit und in Guidance, die du hier brauchst, ne? Weil du ja in extremsten Bedingungen mit nahezu null Logistikmöglichkeiten dann versuchen musst, diejenigen, die das abfilmen wollen, da raus in die Dürre, durch den Schlamm, durch die Wüste zu bringen und dann auch von der Basis, zum Beispiel bei uns, ne, musst du ja trotzdem noch 20 Kilometer mit dem Boot irgendwie versuchen, diesen ausgetrockneten Fluss entlang zu kommen. Vielleicht an die Stellen zu kommen, wo man dann mit der Drohne nochmal fliegen kann und so. Ne? Also, aber es wäre cool, so einen Bericht zu haben. Ja, es wäre mit Sicherheit das Investment wert, darüber mal aufzuklären. Ja? Also, gestern waren Wahlen auch in Brasilien. Und allein der Weg dorthin waren, ich glaube, 4 Stunden, wo wir normalerweise nur 30 Minuten oder 40 Minuten bräuchten. Das ging dann bis zu unserem sogenannten Hafen in Manaus. Also ich erzähle, was meine Frau mitgemacht hat. Ich bin hier geblieben. Bis nach Manaus. Und von dort aus, weil das Wasser so flach ist, nur noch mit diesen Motoren, mit diesen Habetas, den langen Dingern da, die man öfter in den Vietnam-Filmen sieht, ganz flach. Und dann schlängelnmäßig in den Rinnsalen sich fortbewegen, bis man halt dann zur Wahlurne kommt. Ne? Horrible. Also wie gesagt, Bilder sind erschreckend.
Seit das jetzt begonnen hat, ich selber bleibe im Urwald. Hauptsächlich die Einkäufe werden von meiner Frau und meiner kleinen Tochter gemacht. Ich habe auf dieses Elend wenig Bock, weil das brennt ja dermaßen den Hut weg, dass du nicht mehr weißt, wo der Kopf steht. Ja? Und dann eben auch kilometerweit das Zeug tragen. Ja, also meine Frau ist ja fit, die macht das für uns. Perfekt, ne? Ich bleibe da lieber hier im Urwald und kümmere mich um die Technologie und um Autonomie und um solche Sachen und den Test. Ne? Ja, das war es eigentlich vom Aussichtsturm der Blankenhorns, also einem Baugerüst. 6 Meter hoch, glaube ich. Naja, 5 Meter. Ja, und bis dann.